Hey da draußen, hier ist euer Strong von Strong Flex TV und heute zeige ich dir eine weitere Mobilisationsübung für die Hüfte. So, wer an der Hüfte noch die ein oder andere Restriktion hat, der kennt ja vielleicht auch schon den Bear oder den 90-90-Sitz, also quasi von hier zurück in die Position und hier, dass man diese Innen- und Außenrotation der Oberschenkel regelmäßig macht. Was natürlich auch gibt, ist, dass man hier vorgeht und hier dreht. Haben wir eigentlich überall schon Videos dazu gemacht. Was ich manchmal ganz gut finde, ist, wenn man es versucht, so ein bisschen in eine Bewegung, eine größere Bewegung mit einzubauen und auch die kleine Rotation in die Hüfte reinzubringen. Und das machen wir wie folgt. Und zwar, du machst übrigens bei dieser Übung beide Seiten gleichermaßen, weil die Bewegung einfach so groß ist. Ich nehme jetzt einfach mal mein rechtes Bein, ziehe es mir ran an den Po, gehe mit meinem linken Fuß an die Außenseite des rechten Beins und ich bin jetzt einmal hier sozusagen verknoteten Sitz. Und was ich jetzt mache, ich stütze mich mit meiner rechten Hand auf, drücke mich nach oben und versuche auf beide Zehenspitzen zu kommen. Das mache ich jetzt auch, ich drehe mich gleich mit dem Rücken zu dir. Also auf die Zehenspitze, hier rüber. Jetzt bin ich quasi wie hier in so einer Hockeposition und ich drehe mich jetzt einfach weiter und das Entscheidende ist, dass ich jetzt das linke Bein weiter eindrehe, dass ich mit dem Knie am Bein vorbeikomme und oh, ich sitze auf einmal in der anderen Position. Drehe jetzt einfach so weit es geht hier gegen, das werdet ihr ja im Po-Bereich sehr, sehr gut merken und dann geht es einfach wieder in die andere Richtung. Aufdrehen, weiter, rechtes Knie maximal eindrehen, dass man runterkommt. Und in die andere Position. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ja, schwierig, weil es einfach noch überall hakt. Aber das Schöne ist, wenn man mal 10 Mal rechts und links gegangen ist, merkt man, ah okay, ich komme besser mit der Drehung klar. Und ich merke auch wirklich dann tatsächlich, wie die Muskulatur so langsam ein bisschen nachgibt. Und die Beweglichkeit in der Hüfte somit besser wird. Und so kannst du dann zum Beispiel vernünftig squatten oder den Lizard machen oder wo auch immer du die Beweglichkeit in der Hüfte dann mehr brauchst. Also Daumen hoch für das Video, wenn dir die Übung gefällt. Lass gerne mal in den Kommentaren unten da, welche Bereiche dich denn noch so interessieren, welche Themen wir oder welche Gelenke wir noch nicht genügend abgehakt haben. Bitte, bevor du fragst, such auf unserer Kanalseite das passende Video raus. Auf der Startseite gibt es rechts oben so eine kleine Lupe. Wenn du da drauf drückst und quasi Knie, Hüfte, sonst noch was eingibst, dann findest du schon einige Übungen. Wir haben schon sehr, sehr viele Sachen gemacht. Aber vielleicht ist ja das eine oder andere noch offen. Abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, direkt nach dem Abonnieren kannst du auf unserer Kanalseite direkt neben dem Abonniert-Button auf so ein Zahnrad klicken, Haken in die Box setzen, dann kriegst du auch jedes Mal eine Info, wenn wir ein neues Video hochladen. Und was kann man noch machen? Hier unten kannst du ein bisschen rumklicken. Nee, wenn du mit der YouTube-App unterwegs bist, drückst du einfach auf die Glocke, passiert genau das Gleiche. So, jetzt Mobile Devices sind raus, das kannst du alles nur am Laptop und PC machen. Und zwar kannst du hier unten bei Instagram oder Facebook vorbeischneiden, uns da folgen oder adden und hier auf der linken Seite kannst du eins unserer letzten Videos dir reinziehen. Ich bin wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao!